Am späten Vormittag besuchte Gesundheitsminister Jens Spahn das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten. Am Nachmittag wird er zusammen mit Frankreichs Präsident Macron eine deutsch-französische Impfinitiative vorstellen. Spahn wird Südafrika eine PCR-Großtestmaschine übergeben. Das Land ist zwar in Forschungsfragen weltweit führend, braucht aber immer noch technisches Gerät. Der südafrikanische Gesundheitsminister Mkhize verweist auf die Erfolge der südafrikanischen Kampagne. Das Land steht auf dem Standpunkt, eine Pandemie könne man nur weltweit und gemeinsam bekämpfen. Südafrika müsse selber Impfstoffe herstellen können. Über 2,5 Millionen Impfdosen hat Südafrika bis jetzt erhalten, aber nur 800.000 wurden verimpft. Es fehlt Personal und Infrastruktur. Das Impfen geht schleppend voran. In den Armenvierteln haben die Menschen oft gar keine Möglichkeit, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Oft bekommt man zu hören, dass die Bewohner hier gar nicht daran glauben, dass es wirklich eine Corona-Krise gibt. In unserem Township kann man keinen Abstand halten. Die meisten hier tragen auch keine Masken. Das passiert hier alles nicht. Jetzt kommt auf der Südhalbkugel der Winter. Die Menschen werden noch enger zusammenrücken. Die dritte Welle, heißt es in Südafrika, hat bereits begonnen.